Ja, hallo Lieben, Christian Schmarr, Paterbott, Psychologe und genau, wir sprechen heute mal über ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, auch in diesen schönen Sommermonaten, nämlich eine ja dopaminorientierte oder werteorientierte Lebensführung. Und da spricht natürlich auch, also vor allen Dingen, wenn wir das jetzt angucken, wieder im Bereich Dating, was heißt denn das eigentlich? Genau, wir haben bis Ende Juli übrigens so die People-Pleaser-Kurswochen. Das heißt, es wird so viele Short-Videos dazu geben auf verschiedenen Kanälen, also hier natürlich auch, und Instagram und TikTok. Und der Kurs ist dann auch reduziert, gerade jetzt auf von 79 auf 59 Euro, einer der beliebtesten Kurse gerade. Verlinke ich drunter nochmal. Und wie gesagt, meine Ausbildung für Einzelpaar und Dating-Coach sind auch geöffnet. So, ja, legen wir mal los. Heute keine Mail. Ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich. Ich hoffe, ich bringe das ein bisschen rüber. Und ich sage auch gleich vorab, das soll jetzt keinerlei Wertung sein. Das sind einfach so Gedanken von mir, auch was ich so sehe, wenn ich, also auch aus meinem eigenen Leben, wenn ich diese Mails sehe und all das. Also es gibt so... Ja, also zwei Möglichkeiten, wie du so ans Leben rangehen kannst grundsätzlich, ne? Und ja, die eine ist halt so maximaler Spaß in jedem Moment, was natürlich auch, ja, Spaß ist Spaß, ne? Ich meine, das meine ich mit keine Wertung. Natürlich ist das, wenn du sagst, oh, ich will Eis essen und du isst ein Eis, sofort in diesem Moment, richtig lecker, gibt auch so tolle Sorten jetzt alles, ja, ne, das ist schön, ne, ist prima, so, und dann kommt die nächste, weiß ich nicht, der nächste, okay, was will ich jetzt machen, jetzt will ich, was weiß ich, Burger essen, oder jetzt will ich noch auf Tinder rumsuchen, oder jetzt brauche ich noch, irgendein One-Night-Stand, jetzt brauche ich noch dies, jetzt brauche ich noch jenes. Ja, also also du jagst quasi diese Dopamin-Highs, also das Highs, das können auch so ein kleiner Highs sein, also du suchst halt kurzfristige, ja, Erlebnisbefriedigung, also Sachen, die ich kann gar nicht sagen, ich unterscheide immer gern zwischen Freude und Glück, also oder Spaß und Glück, also Sachen, die Spaß machen, so, ne? Spaß machen, und da ist ja auch nichts Falsches dran, so, ne? Ich meine, das ist total, erstmal total in Ordnung. Das Problem ist halt nur, dass, also diese Möglichkeiten, sowas zu machen, die haben halt massiv zugenommen, ne? Also einerseits durch, wenn du jetzt einen gewissen Erfolg hast auf Dating-Apps, kannst du natürlich sehr stark Dating-Apps konsumieren. Du kannst aber auch jegliches Essen konsumieren, Drogen werden ja gerade auch das Gefühl, werden immer akzeptiert, wenn ich jetzt zumindest hier so in Großstädten rumgucke. Also ja, kann man ja mal machen, und dann ja, Alkohol und dann, weiß ich nicht, jetzt Gras rauchen, und ist ja auch alles erlaubt, und dies noch und jenes noch, und dann noch darf man auch nicht vergessen, viel auf Social Media rumhängen, und das sind ja auch so Mini-Hits, ne, dieses so, ich scroll mich mal eben nochmal 2 Stunden durch TikTok oder schreib mit 20 Leuten, auch wenn ich vielleicht in einer Beziehung bin, dann ist ja egal, man kann auch mit jemandem schreiben, ein bisschen Bestätigung abholen. Ja, also ich denke, das wäre für viele scheinbar so ein Lifestyle, ja, so ein Traum Lifestyle, so, ne? Was ist jetzt das Problem überhaupt damit, ne? Also wie gesagt, erstmal, ich sag nochmal, es ist keine Wertung, also wenn man das so machen will oder mal ausprobieren will, ja, kann man gern so machen, und phasenweise ist es, glaube ich, auch sinnvoll, sowas zu machen, aber das Problem ist halt folgendes, also erstmal ist das mit den Dopaminrezeptoren so eine Sache da oben, ne? Die irgendwann ballerst du die halt aus, so, ne? Also du, wie soll ich mal sagen, wenn du jetzt, ja, nehmen wir mal an, du hast einen hohen Konsum von Erwachsenen-Videos, sag ich jetzt mal, ohne das hier zu demonetarisieren, das Video, ne, ja, dann ist vielleicht ist es die ersten 5 Mal lustig, die ersten 10 Mal lustig, aber irgendwann wirst du merken, okay, ich brauche immer höhere
Reize, um noch den gleichen Spaß dabei zu haben. Und ja, muss es vielleicht immer länger konsumieren, in der mehr konsumieren, und dann wird vielleicht konkreter Bettsport wird vielleicht immer schwieriger, hast immer mehr Probleme mit, dann weist ihn noch mehr auf erwachsene Filmchen aus. Und also das ist halt so ein Problem, dass du diese Rezeptoren, die sind halt irgendwann, wenn die viel genutzt werden, ja, brauchst du halt eine Steigerung. Ich meine, bei Liebessucht ist es so, kommen wir gleich noch zu. Bei Drogen ist es so, du brauchst immer diese Konsumsteigerung. Überhaupt ist es so ein konsumorientierter Lebensstil, so, ne? Wie sieht das im Dating-Bereich aus? Ja, dass du eben so sehr in die Breite gehst. Also du versuchst halt, da gibt's, das hat eigentlich mit Liebe nichts zu tun, sondern es geht um, ja, möglichst viel Stimulation, und das kann natürlich Stimulation mit Körperlichkeiten sein, das kann aber auch Stimulation sein, einfach mit Aufmerksamkeit, möglichst viel Aufmerksamkeit generieren, möglichst viel gefährliche Situationen hervorrufen. Dann sagst du, also in so einem dopaminorientierten Lebensstil, sagst du dir vielleicht, ja gut, ich bin in einer Beziehung, aber läuft ja nicht mehr so, ist doch scheißegal, ach, ist gerade witzig, eine Affäre nebenbei, ich kann mir das leisten, ich gönn mir das, ich habe das jetzt mal verdient nach den vielen Jahren, wo ich so brav war, und weiß ich nicht, multiple Dating-Prozesse nebeneinander führen und scheiß was drauf und noch mehr, noch mehr Reize, aber auch, wie gesagt, in Richtung Liebessucht. Liebessucht hat auch viel zu tun mit so Schmerzreizen, ne? Noch mehr Drama, noch mehr Leute, das ist jetzt nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, aber noch mehr Leute daten, die hot and cold sind und diese Hoch- und Niederschwünge der Emotionen mitnehmen und dann zu Tode betrübt, und dann kommt wieder der Versöhnungsbettsport und dann wieder zu Tode betrübt und dann kommt wieder der Versöhnungsbettsport und was macht er denn jetzt mit den Freundinnen, nächtelang reden, wieso hat er das jetzt gemacht, warum hat er mir nicht geschrieben, wann schreibt er mir, ist es immer eine Seelenpartnerschaft, muss ich nur noch 3 Jahre warten, bis er das macht, was er gesagt hat, oder sie das macht, was sie gesagt hat, oder bei Männern ist es genauso, Frauen daten, die vielleicht sehr sexuell sind und dann aber ganz viel Aufmerksamkeit von anderen Männern suchen und dieses Drama und steht sie auf mich oder steht sie doch nicht auf mich, Popsongs konsumieren und es ist eben auch viel so in diesem Leiden rumhängen, so, ich meine, klar, das stimuliert, also dieses System wird halt viel stimuliert von diesen Ups and Downs, so, ne, aber auch da ist es so, dass irgendwann brauchst du auch da die Dosissteigerung, ne, du brauchst dann mehr Drama, noch mehr Drama, so, ne? Und das Problem ist jetzt, was ist das Problem überhaupt, ne? Gibt es auch ein Problem irgendwo? Ja, gut, also abgesehen davon, dass man so abstumpft, also kann man sich vielleicht gut, also bei Essen kann man es auch gut herleiten, so, also da wäre das halt so ein Lifestyle, ja, ist scheißegal, wenn ich Bock habe auf Pommes, dann esse ich eben Pommes, wenn ich Bock habe auf Pizza mit ganz viel Salz und Geschmack und Geschmacksverstärkern, dann hole ich mir das eben. Wenn ich Bock habe auf Alkohol, dann hole ich mir das eben. Oder und auch da, also um den gleichen Effekt noch zu haben, musst du da auch da mehr Reize setzen, so, ne? Und das ist aber dann irgendwann halt ungesund für deinen Körper, und irgendwie gesundes Essen wird immer komischer, wird immer weniger schmecken, so, ne? Also da kann man es auch ganz gut so herleiten. Aber wie gesagt, im Dating-Bereich sieht das dann halt so aus, dass du muss ich gerade nochmal. So. Im Dating-Bereich sieht das dann halt so aus, ja, dass du immer mehr eigentlich Menschen konsumierst. Wie gesagt, ich will das nicht werten, weil ein Stück weit konsumieren wir andere Menschen. Also das ist so, aber im Extremfall ist es halt nicht mehr so gut. Und dann guckst du halt auch nicht mehr drauf, ist das jetzt für mein Gegenüber richtig, wie ich hier lebe, sondern du guckst halt nur auf dich. Also darauf will ich eigentlich hinaus. Das ist eine permanente, kurzfristige, sehr sich um sich selbst drehende Bedürfnisbefriedigung. So, ne? Und gut, das wissen wir auch aus der Forschung, wenn du sehr auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung abzielst, werden die Erfolge im Leben weniger. Ne? Weil Erfolg im Leben
Das weiß schon jeder Bauer, sag ich mal, oder jede Bauerin, Bäuerin oder was auch immer, weiß, so wenn du nächstes Jahr ernten willst, musst du vielleicht ein Jahr oder vielleicht 2 Jahre schon vorher anfangen, den Boden zu bereiten, irgendwie auszusehen. Oder vielleicht, wenn du nächstes Jahr Mais ernten willst, dann musst du, ich kenne mich da jetzt nicht aus, musst du vielleicht 3 Jahre vorher muss das da auf dem Boden gewachsen sein oder ich weiß nicht was, ne? Also du musst planen, ne? Oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade meine Schule beendet habe und ich will in Zukunft so und so einen Lifestyle führen, ja, dann brauche ich vielleicht eine gute Ausbildung, ne? Was auch immer. Oder muss ich mir da mal Mühe geben? Oder wenn ich irgendwas, habe ich jetzt gestern gelesen, Psychologie studieren will mit einem NC von 1,0. Ich komme ja irgendwie gar nicht drauf klar. Ja, wenn ich das unbedingt studieren will, das ist jetzt nicht überall 1,0, aber ich will in Berlin, Hamburg, München, München ist ja 0,7 übrigens, kann das sein, ey. Also wenn ich in München Psychologie studieren will, mit einem Schnitt von 0,7, muss ich überall eine 1 plus haben. Ne? 15 Punkte im Abi. Muss ich mich, oder vielleicht kann man noch mit Wartesemestern, aber ja, ihr wisst schon, woraus genommen, muss ich planen, ne? Muss ich mich auch entsprechend, und das ist eben das Gegenteil. Du kannst nicht planen sowas und gleichzeitig sagen, ja, aber ich mache jetzt hier jeden Tag Party, gehe jeden Tag in einen Club. Also du kannst sicherlich, gibt es genug Zeiten, wo man in den Club gehen kann. Aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, du kannst es halt nicht immer machen, ne? Du musst das planen, du musst irgendwas vorbereiten und musst sozusagen so einen langfristigen Plan verfolgen, so, ne? Und das Gleiche ist halt im Beziehungsleben auch so, ne? Wenn du jetzt sagst, also wenn du damit zufrieden bist, ist ja auch alles gut. Nur da geht es eigentlich schon los. Man ist halt irgendwann nicht mehr zufrieden, weil diese Dopaminstimulation, die funktioniert ja nur, wenn die Rezeptoren entsprechend ausgeruht sind, ne? Also ich sag mal so, wenn du jetzt einen ruhigen Lifestyle hast, der nicht so Dopamin geprägt ist, und dann kommt da oben drauf mal so eine dopaminbefriedigende Sache, das ist ja eine Wunder, das macht Spaß, wunderbar. Und dann feuern die auch richtig die Dopaminrezeptoren, prima. Aber da muss halt wieder so eine ruhige Phase kommen, eine entspannte Phase, dass du überhaupt, überhaupt so diesen Gewinn daraus hast. Aber wenn du die ganze Zeit deine Rezeptoren da, dann passiert das dann gar nicht mehr, ne? Das heißt, es wird flacher, du wirst unzufriedener, du wirst hast weniger Spaß irgendwie an der ganzen Sache. Fragst dich, ich mach doch jetzt all die Sachen, die Spaß machen, warum macht das denn keinen Spaß irgendwie? Und dann ist die Gefahr halt sehr groß, eben, dass man auf diese Dosissteigerung geht und dann, wie gesagt, immer mehr reinkippt und natürlich seine Rezeptoren immer mehr ausballert und das alltägliche Leben immer langweiliger wird und immer, ja, weniger befriedigend und ich weiß nicht was so, ne? Und ja, das ist sozusagen der Preis davon, ne? Was ist denn jetzt die Alternative dazu? Das ist halt das, was ich, hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber so einen werteorientierten Lifestyle nenne. Da würdest du halt, also werteorientiert ist jetzt nicht was Moralisches unbedingt, sondern das ist so, was ich auch, ähnlich, was ich in all meinen Kursen ist, und dieses Konzept von Shunners und Dealbreaker, aber auch in meinen Glückskursen, aber es ist ein ähnliches Konzept, Emotionen, also Mentalheld-Kursen. Dass du eben nicht so viel gibst auf dieses alltägliche Auf und Ab deiner Emotionen, sondern dass du eben langfristiges Ziel verfolgst, so, was auch immer das ist, so, ne? Also nehmen wir mal an, du datest jemanden, der so hot and cold ist, und du ziehst daraus erstmal so, oh, meldet sie sich nicht, oh, was wird morgen passieren, was, wenn wir morgen Bettsport haben und was, wenn nicht, und oh Gott, aha. Also du nimmst das vielleicht wahr, aber du gibst da nicht viel drauf, sondern sagst dir, nee, ich weiß, wie das ausgeht. so meine Werte sind eben nicht mehr jemand zu daten, der so hot and cold ist, und ich verzichte einfach drauf, auch wenn meine Dopaminrezeptoren das gerade gut finden. Das macht dann kurzfristig, denkst du dir vielleicht, warum nehme ich den Spaß nicht mit? Aber das ist, was man leider auch gerade sieht auf Social Media überall. Also die Grundmessage von Instagram, TikTok, whatever, ist ja eigentlich Spaß, 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 noch mehr Spaß, noch mehr Spaß, noch ein geileres Foto für die Instagram-Story, noch mehr auf so ein, und was kommt dabei raus, dass alle an die gleichen Spots gehen und die gleichen Fotos machen und
und du aber gar nicht mehr guckst, ist das eigentlich überhaupt noch, was ich machen will jetzt so, ne? Ist das, entspricht das überhaupt meinen Werten, auch meinen Urlaubswerten meinetwegen, ich weiß nicht was. Also du guckst halt bei so einem wertorientierten Lebensspiel, guckst du halt, ja, was sind meine Werte, weil du halt weißt, dass dieser andere Lebensstil auf Dauer eigentlich ins Unglück führt, so, ne? Zumindest wenn du es zu viel machst, so, ne? Weil du weißt, das macht mich auf die Dauer nur noch unglücklicher und es ist besser, also kann man auch, wie gesagt, auch wieder gut an dieser Essensanalogie, es ist besser, mich konsequent einigermaßen gesund zu ernähren, auf bestimmte Sachen zu verzichten. Dadurch werde ich langfristig meine Freude und mein Glück, meine Gesundheit maximieren und setze nicht so viel auf kurzfristige Ereignisse sozusagen, ne? Und guck eher langfristig so. Also wenn ich jetzt dieses Eis nicht esse und das morgen vielleicht auch nicht und übermorgen auch nicht, dann hat das die und die Auswirkungen auf meinen Körper und bla 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 bla. Dann bin ich schlanker, kann ich besser trainieren, fühle ich mich besser. Also guckst eben mehr auf langfristige Sachen und in der Beziehung würde das halt heißen, du guckst eben mehr auf Leute, mit denen du kompatibel bist und guckst auch mehr, wie geht's wertorientiert, kann natürlich auch heißen, guckst auch mehr, wie es deinem Gegenüber mit dir geht, wenn du die datest, sozusagen, ne? Also ob du zum Beispiel auch ein bisschen Toxi-Toxi bist und Hot and Cold spielt, also bist du klar, bist du einschätzbar, fährst du eine klare Linie so, ne? Oder versuchst du dein Gegenüber in das Licht zu führen, ne? Also das wären alles Sachen, und wie gesagt, man macht das jetzt, also warum sollte man es überhaupt tun? Das ist jetzt, geht jetzt nicht um Moral oder so, kann man natürlich auch machen, aber sondern es geht darum zu sehen, dass so ein werteorientierter Lebensstil, dass der eigentlich das Ergebnis maximiert in deinem Leben. Darum geht's eigentlich, ne? Weil du langfristig denkst, weil du langfristig planst und über die ganze Lebensspanne, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die Ergebnisse hopefully maximierst. So, ne? Also darum geht's. Also, dass du, wenn du für dich mal, weil meine, vielleicht wisst ihr es auch von toxischen Beziehungen, dass der Spaß wird ja immer weniger und das Elend wird immer mehr. So, ne? Und dann beendet man das irgendwann, dann denkt man sich, oh, ist das gut, dass es vorbei ist. Und aber anstatt dann entsprechend werteorientierte Entscheidungen daraus zu ziehen, dass man sagt, ich mache das nicht mehr, weil es wird immer wieder so enden, dass es kurzfristig kickt, langfristig total viel Elend bedeutet, ja, geht man wieder, bleibt man bei diesem, wenn man die Entscheidung trifft, bei diesem Lifestyle zu bleiben, wirst du in die nächste toxische Beziehung kommen, so, ne, weil nur das kickt dich ja wieder so und dann denkst du am Anfang wieder, ne, jetzt ist der Himmel voller Geigen und, aber es wird wieder so enden, es wird wieder im Elend enden, dass es hier total schlecht geht, so, ne, und das ist halt, sind die Folgen von, und das sieht man halt überall von so einem dopamingetränkten Lebensspiel, auch, ich komm mal wieder auf unseren Freund, Jürgen Zietlow, wie man jemanden nennt, Julian Zietlow ist ein gutes Beispiel, ja, der propagiert halt so komplett diesen dopamingesteuerten Lebensstil. Ich mache immer was mir, wenn ich meinem Kumpel einen in die Fresse hauen will, dann mache ich das, wenn ich jetzt Drogen nehmen will, dann mache ich das, wenn ich euch irgendeinen Kram andrehen will, mache ich das, ja, also keinerlei null Werte, und das ist interessant, ich meine, ich gucke es ehrlich gesagt, ich habe es nur wieder gehört, ich gucke das gar nicht, aber ja, aber es führt, also wird auch bei ihm wahrscheinlich zu Konsequenzen führen, die nicht alle lustig sind, so, ne? Meist habe ich gehört, dass er irgendwie, was hat er, ja, nicht Windpocken, sondern Gürtelrose ist ja auch, kann ja auch ein Zeichen vom Körper sein, dass er vielleicht überbeansprucht hat oder das Immunsystem nicht gut ist, weil der macht natürlich immer raus, kurz vor der nächsten Erleuchtung ist es damit, aber ist ja auch sein Leben. Also es kann jeder für sich entscheiden, aber man sieht es, denke ich schon, ne? Oder so dieses typische Live Fast, Die Young, das wird ja auch viel so glorifiziert und nochmal, man kann es, also ich finde immer, was ich nicht gut finde, da so eine moralische Geschichte rauszumachen, so, ne? Also das ist auch so, wenn ich Leute berate, ich sage immer, hey, das sind deine Optionen und wenn du sagst, nee, ich will aber weiter, ich will nicht aus diesem Beziehungsmuster raus, dann sage ich, hey, wenn das deine informierte, freie Entscheidung ist, okay, man muss halt, wir sind alle erwachsen, müssen halt die Konsequenzen tragen, das, dann hast du halt deine kurzen Kicks irgendwo und langfristig musst du dann halt die Folgen akzeptieren, so, ne? Also ich finde,
jeder Mensch kann ja machen, was er will. Und wenn er sagt, hey, ich will so die tiefsten Tiefen des Dopamingetränken Lebensstils, will ich erfahren, will meine Seele jetzt in diesem Leben erfahren, ja, go for it, ne? Nur, ich denke, viele wollen es eigentlich nicht und gucken aber nicht über dieses kurzfristig hinaus und ja, sehen dann halt nicht, was sie auch verpassen unter Umständen so und wie, ja. Also ich glaube, es hat auch viel zu tun mit Fear of Missing Out, so dieses FOMO, also weil also ich frage mich manchmal, ob man es überhaupt so anstreben sollte, weil da selbst wenn man es anstrebt, nehmen wir mal an, ich habe das ja jetzt so auch so besprochen, als wenn das jeder so easy leben könnte, aber weiß ich, nehmen wir mal an das Beispiel Dating-App, also wer, also es gibt sicherlich Leute, aber nur ein kleiner Teil kann so eine Dating-App so nutzen, dass er wirklich maximal Menschen konsumiert, ne? Vielen wäre das gar nicht möglich und also in so einem Lifestyle überhaupt hinterher zu rennen ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen wie Berghain hier, dieser berühmte Club hier in Berlin. Dann denkst du vielleicht, boah, das ist angeblich der beste Club in Berlin. Ich muss da unbedingt rein. Und dann stehst du 4 Stunden davor und wirst an einer Tür abgewiesen irgendwie so, ne? Also und das alles nur für so eine vage Hoffnung, wie es dann da drin ist irgendwie und weiß das noch nicht mal, aber das ist gerade wieder 4 Stunden ans Lebens verballert, da in der Kälte in irgendeiner Schlange zu stehen. Aber nochmal, wenn man sagt, hey, das ist genau das, was ich machen will im Leben, wunderbar. Aber wie gesagt, meine Arbeit geht viel darin, ohne eine Wertung zu überlegen, ob man nicht mit so einem werteorientierten Lebensstil besser fährt, Werte für sich, Werte für seine Beziehung, aber das kannst du ja auf alles anwenden, Werte für Arbeit, Werte auf Kunden, mit denen du arbeiten willst oder nicht arbeiten willst. Auch eine Anspruchshaltung an Menschen, die mit dir kommunizieren wollen, dass die auch ja, Werte erfüllen, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, dieser dopamingetränkte Lebensstil ist eine Absage an Werte, ne? Weil du wirst für den Kick, wirst du deine Werte irgendwann oder auch ständig aus dem Fenster werfen, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Sobald du anfängst, Werte zu haben, wirst du so ein, das ist wie Feuer und Eis, ne? Du wirst nicht gleichzeitig Werte haben können, kontinuierlich und kontinuierlich so ein dopamingetränkten Lebensstil, das geht nicht, funktioniert nicht, es widerspricht sich komplett. Trotzdem muss man jetzt nicht unbedingt in die Extreme gehen, ne? Man kann trotzdem mal die Sau rauslassen oder die Strähne schlagen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bin gespannt, was ihr dazu denkt. Jetzt so, ich glaube, so letztes Mal, ich könnte jetzt heute oder morgen nochmal in die Kurse einsteigen, Selbstliebe-Challenge, Drama-Challenge, passt zu dem Thema ja auch gut. Und was war das noch? Manifestations-Challenge. Und es gibt ja auch neu, jetzt schon zum Frühbucherpreis, unseren neuen Kurs. Breaking Good heißt der. Es soll so eine Art Liebeschip-Anti-Trauma-Kurs sein. Ich habe jetzt aber das Trauma aus dem Titel rausgenommen, weil das so viele Leute immer triggert. Also es ist so für alt, ist jetzt so gemeint für, wie kann ich so diese Alltagsverletzungen durch Beziehungen, was auch immer, hinter mir lassen und soll nochmal dieses Thema nice, geiles Leben so fokussieren, da fragen wir mal viele nach, so und dann wirklich, ja, also im Grunde genommen auch eben so ein durch einen wertebasierten Lebensstil mich davon befreien und auch wieder Vertrauen fassen zu Menschen, die wir vielleicht daten wollen, ne? Ja. Den werde ich auf jeden Fall nochmal drunter verlinken. Alles andere findet ihr halt auch auf liebeschimpf.de. Bis dahin, ciao.